Das beschäftigt mich ja noch eine ganze Weile. Was sind andere Seelen? Du, das ist ganz einfach. Es gibt eigentlich andere Seelen in dem Sinn überhaupt nicht. Das vielheitliche Denken, du weißt, in der Esoterik wird immer wieder geschwätzt, alles ist eins. Und man denkt doch in Trennung. Im Christentum, oberstes Gebot, liebe deine Feinde, und gerade die, die das sagen, predigen ein Feindbild nach dem anderen. Pass auf, stell dir einfach mal einen Spiegeltunnel vor. Wir machen es ein wenig komplexer, du denkst, es ist ein Spiegel der Dreieder, der innen verspiegelt ist, und da stellen wir ein einziges Licht rein. Ja. Okay? Und jetzt denkst du dir, du wärst dieses Licht und du schaust um dich herum. Dann siehst du um dich herum unendlich viele Lichter. Alles ich selbst, also alles Spiegel von Das mir. sind nur Spiegelungen von dem einen Licht. Ja. Was ich dir damit sage, es gibt nur einen einzigen Geist. Wir Ja. können einen klassischen Spiegeltunnel mit zwei Spiegeln nehmen, wo ein Licht dazwischen ist. Wenn du das Licht bist und du schaust in die Richtung, dann hast du viele kleine Lichter, Ja. die aber doch letztendlich nur Facetten von dem einen Licht sind. Also auf Das der ist übrigens obersten Ebene ist mir ist in der das klar, ne? Quantenmechanik, in der Physik ist es ganz einfach, darum heißt es in der Physik, dass Licht immer nur gequantelt in Erscheinung tritt. Als ganzzahlige. Das sind diese Lämpchen in den Spiegeltunnel. Ja. Was jetzt wichtig ist, was ich Geistesfunken nenne, ist kein anderer Geist, sondern das ist dieser eine Geist, der sich jetzt reduziert auf einen einzigen Intellekt. Es ist im Grunde, brauchst du keinen Intellekt, um das zu verstehen, sondern Bewusstsein. Und ich betone immer wieder, Bewusstsein ist nicht intellektuelles Wissen. Nehmen wir symbolisch den Computer als Bewusstsein. Der Computer benötigt ein Programm und Daten, dass er Bilder erzeugen kann. Und du Geist benötigst mindestens ein Ich, um zu träumen. Du brauchst ein Wertesystem. Und ein Geistesfunken ist ein Geist, der nur mit einem speziellen Ich arbeitet. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das etwas genauer. Halt diese Metapher, hör einfach zu. Ja. Was jetzt schon wichtig ist, ich erkläre das nicht den Heiko, den du dir ausdenkst. Ich erkläre das den Heiko, der jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Die ganze Freiheit ist so unendlich einfach, wenn du zum Beispiel nur begreifst, wenn ich zu dir Geist sage, an was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, an was du jetzt denkst, das bist nicht du. Es ist deine Information. Du bist der, der sich seine Information anschaut. In deinem Indivisionalbewusstsein. DI ist ja die Öffnung Gottes, ist eine Vision. Das ist eine Division. Du kannst nämlich nur Unterschiede wahrnehmen und das sind deine Gedankenwellen. Das ist eine ganz einfache Metapher. Du bist auch dann da, wenn du an was anders denkst. Egal an was du denkst, du bist immer dasselbe Ich, das seine Informationen anschaut. Jetzt wollen wir einen Satz nehmen, Heiko. Ich wiederhole das nochmal. Pass auf, zwei deutsche Sprichwörter. Mensch, erkenn dich selbst. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Du kennst diese zwei Sprichwörter, sind Das war gerade im allbekannt. Skype-Gespräch im letzten Jahr. Hast du noch mal gehört? Es ist ganz Ja. wichtig, dass das hier nur deutsch gelesen, jeder plappert es nach und macht sich eigentlich keine Gedanken, weil du dir jetzt erst einmal klar machen musst, für was für ein Menschen ist da die Rede. Und es ist immer einfacher so. Mensch, erkenn dich selbst, bezieht sich auf den Adam, auf den Geist. Aber da muss dir klar sein, dass du Geist nicht erkennen kannst, das kannst du nur sein. Der Adam ist nach Gottes Ebenbild geschaffen, ist also ein Gott. Und darum beginnen die 10 Gebote mit, mach dir kein Bild von Gott. Weil egal an was du denkst, du bist der, der sich die Gedanken anschaut, diese Informationen anschaut und nicht eine Information. Ja. Okay? Und da gibt es nichts dran zu rütteln, um das zu erkennen und demütig zu akzeptieren, dass man eigentlich nichts ist, weniger wie nichts. Das ist Bewusstsein. Jetzt kommen wir hier zu dem zweiten Satz. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Da bezieht sich das Wort Mensch auf den Enosch. Und du weißt, wie oft ich schon gesagt habe, der blaue Mensch, beziehungsweise das große blaue Ich, ist ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Wenn ich jetzt sage, der Mensch ist das Maß aller Dinge, heißt es, dein Intellekt ist das Maß aller Dinge. Und wenn du dich nur im Hier und Jetzt halten würdest
und dich nicht laufend unbewusst um dich rum ins Raum und Zeit verstreust. Das macht das Programm Heiko. Fakt ist, egal was du anschaust, was du Geist anschaust, es befindet sich hier und jetzt in deinem Indivisionalbewusstsein. Ich verstehe das. Das ist rein theoretisch, du verstehst es nicht, du hast es begriffen, okay, aber noch okay. nicht verstanden. Das du kann hast ich begreifen. Meine Metapher ist, begreifen heißt, du hast danach gegriffen, aber du bist noch im Reifen, im Zustand des Reifens, des Wachstums, und der Reifen ist auch das Hamsterlaufrad von täglich grüßt das Murmeltier. Wenn du es verstanden hättest, dann hättest du kein Problem.